Und tap. Und tap. Weg. Nix hey. Und tap. Jetzt sind wir wieder hier. Das kennen wir doch. Jetzt können wir hier wieder die Grenze lang laufen, bis wir uns irgendwann hier trennen müssen, weil wir da nicht weiterkommen. Yep. Dann geht's hier weiter. Ja, lass den ruhig kommen. Oder andersrum. Wer mault denn hier? Wer will denn hier was? Da hinten. Erbärmlich, sagst du? Vielleicht kommst du nicht, aber deine Niederlage ist besiegt. Ja, ein bisschen, weil ich meine Griffe nicht im Griff habe. So. Kipp ins Niemandsland. Lass mich. Die Reiter wäre mal gut. Doch, ich glaube schon, dass ich entkommen kann. Ja. Kommt ihr denn alle runtergefallen? Das ist süß. Oh doch. So, hier irgendwo mal hochkommen. Ja, jetzt hat er die Passanten geschlagen. Das macht man aber nicht. Da ist er leider. Aus dem Weg. Hat ihn einer von euch gesehen? Er ist hier! Ach, das gibt's doch nicht! Euch hol ich mir! Bleibt stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Das ist mein Steg, ihr dürft ihn nicht hoch. Schaut überall, er wird müde, holt ihn auf. Das ist er, da, du entkommst ihn nicht. Ey, ich bin hier oben. Geh weg. Da, da, ihn da. Komm hierher zurück, Feigling. Also. Hier! Er ist hier! Du gehörst mir! Komm raus, stell dich! Hier! Er ist hier! Hier drüben! Du entkommst mir nicht! So, also. Feigling, ich weiß, dass du dich versteckst. Hau ab. Von mir! Wer, was, wie, wo? Ich versteck mich mal. Sicher, sicher. Wer ist dafür verantwortlich? Um
mal ein bisschen hier Ruhe reinzubringen. Ihr wartet in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Vorsicht jetzt! Entschuldigung! Ich glaube auch. Sieht sehr nach einer besiegelten Niederlage aus. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Oh je. Ja. Dafür darf ich dich anfassen. So, und weiter. Hier liegen immer noch meine Leichen überall rum. Wow. Hey! Ach, dann nicht. Wer hat das getan? Ich. Aber das Spiel kennen wir ja. Ihr könnt noch so oft fragen, wer hat das getan. Ich werde immer wieder ich sagen. Das soll ich zu den Ohren raushängen. Damit gehe ich erstmal weiter. So, hüpf, hüpf und hier lang. Mal hüpf. So. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt nehmen wir weit. Habla, vorsichtig, jetzt runter. Du musst ja aufpassen, Junge. Lass dich einfach jetzt hier so rumhampeln. Das ist gefährlich, Junge. Hüpp. Und manchmal stellt er sich einfach ein bisschen zu doof an. Da wieder stellt er sich doof an. So. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder wohin gelaufen, wo wir nicht hinlaufen müssen, dürfen, sollten. Hier lang müssen wir nämlich. Und dann sind wir nämlich auch da. So, Mission completed. Unser Erfolg, es kam mir zu Ohren. Ja. Abul Nukuls Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Okay. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Zurück zu Al-Mualim, zurück in die Basis und bei der Gelegenheit... Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Holen wir uns noch einen weiteren Ausrüstungsgegenstand. Erinnerung bei Masya bis Masya vorspulen. Ja, machen wir mal. Wir reisen mal nicht auf eigene Faust zurück. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Ja, mach ich doch. Hab ich doch gelernt. Mittlerweile weiß ich auch, wo ich sie wieder herkomme. Kommt, Alter, ihr. Sprecht mit mir. Ja. Wie ihr wünscht. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Wer weiß. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue.
Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben, sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eurem Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht in Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann, davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Danke. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Ja, werde ich. Was bleibt mir anderes übrig? Mission ist Mission, ne? Dann gib mir mal mein Zeug. Da oben meine Synchro-Leiste ist wieder ein bisschen gestiegen. Neue Fähigkeit erlernt. Balance halten und ausweichen. Neue Fähigkeit erlernt. Schwertmeister. So, SWAT-Meister. Er wird Gott erbarme dich, er ist verrückt. Nein, ist er nicht. Er ist sportlich, athletisch. Gut gelaunt und gut gelaunt. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was wie es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Vielleicht kann ich ihnen zeigen, was ich weiß. Und so kämpft ein wahrer Meister. Das Werk eines Meisters. Na? Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Wow. So sollte ein Mann kämpfen, indem er sich immer feige abwendet. Ja, danke. Ihr habt zu tun, ich verstehe Ihr seid beschäftigt. Achso. Ich verstehe. Ja, ja. Ich bin immer beschäftigt. Ich habe Missionen. Ach ja. Gehen wir zu Fuß oder gehen wir direkt nach Akkon? Komm, gehen wir nach Akkadash, oder? Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen sie ihre Sprintfähigkeit. Nein, mach ich nicht. Hab ich keine Zeit für. So. Auf nach Akkadash! Hier wirst du sterben! Ja. Du wirst mir nicht entkommen! Bin die Rache Gottes! Komm zurück! So, ich nehm's mit euch allen auf, ist mir egal. Templer oder nicht? Schlage niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. Gott wird dir niemals vergeben! Führe den Zorn machen! So, ich bin eben mal kurz ausgewichen, das ist eine Demonstration, ne, dass ich es drauf habe. Das habe ich halt nie drauf. In die Rache Gottes! Doch, ich hab's drauf. Geh weg! Ja, will er. Haha, Edge. So geht's jetzt mal weg. So, jetzt mal weg. Haha. Weg. Da greifen wir zur Abwechslung mal wieder an. Dass hier nicht immer alles nur auf Verteidigung geht. So. Was? Bin die Rache Gottes! Hör auf damit! Ein ja. Stell dich deinem göttlichen Urteil!
Ja, komm doch hinter mein Pferdchen. Du magst es noch nicht wissen, aber du hast verloren. Für meine Strafe nicht entkommen. Na komm, komm mit das Pferdchen. Was tust du? Was tust du? Ist nicht erlaubt. Aufgeben. Sowas. So, jetzt machen wir mal was ganz Witziges. Hau ab, Bauer. Da spring ich direkt mal rein. Hahaha. Ja? Echt? Er denkt, er kann uns besiegen. Das, ja, er denkt, er kann dich besiegen. Denken ist wissen. Na? Höre den Zorn! Halt die Schnauze! Ja, komm mit das Pferd. Haha. Du wirst bluten. Und? Weg. Du je sein wirst. Ja, ich merk's. Lauft ihr mich ab? Tötet mich nicht! So, und los geht es! Sollte ich der Wache melden? Ja, mach das ruhig. Diesmal werden wir hingehen und mal ein bisschen mehr auch darauf achten, hier eben jene Punkte zu nutzen. Wenn wir nämlich die Aussichtspunkte auch mal alle ausnutzen, dann finden wir auch unser Zeug und dann finden wir auch diverse Informationsdinger wieder, wenn wir sie mal verlieren. Zutritt verboten! Geht auf mit euch! Du wirst Blut! Aus dem Weg! Ja! Gibt's aber auch viele von. Hier endet dein Leben. Hau ab. Er muss hier sein. Was ist der? Dort! Die kommen mehr! Ja! Du kannst mir nicht entkommen! Ja! 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 Wie glaub ich's denn? Braucht der denn so lange, die Leiter hochzuklettern? Meine Güte. So. Wenn ich hier die Mauer weitergehe, komme ich zum nächsten Aussichtspunkt. Wo ist der eine, der dafür verantwortlich ist? Der fliegt hier ein bisschen durch die Luft. So. Ups. Da ist ein Fähnchen. Fähnchen finde ich gutchen. Nein, scheiß Ernst. Da kommt ja sogar ich hoch. Jetzt hab ich mal nicht so. So, hä? Nein, 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 nein. Hoch. Bitte oben bleiben. Da drüben zum Türmlein.
es einen Grund für diesen Unfug? Ja. Es gibt mehrere Gründe. Der eine ist diese Fahne. Der andere ist dieser Typ. Ihr dürft nicht passieren. Und der dritte ist dieser Turm. So, nächster Aussichtspunkt.